Lieber, was für ein Ding? Bertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey, was machst du? Lauf hier nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut hey, allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie.
wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan! Ja? Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, na ja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Warum ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, meinst von Piraten gemacht? Klar. Naja, vielleicht ist lieber Taya ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um lieber Taya tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Ein Weg zum Turm. Ja. Hier drüben, Stufen. Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich